Wikipedia ist das Online-Nachschlagewerk schlechthin und im Gegensatz zu herkömmlichen Nachschlagewerken, wo eine Redaktion die verschiedenen Texte schreibt, können hier eben alle Personen mitarbeiten, also auch du. Das hat den Vorteil, dass die Beiträge laufend aktualisiert werden, während ein gedrucktes Nachschlagewerk bereits veraltet ist, wenn es die Druckerei verlässt. Ebenso fließen durch die Zusammenarbeit von vielen verschiedenen Personen auch verschiedene Sichtweisen ein und das macht die Artikel natürlich umfassender und ausgewogener im Idealfall. Auf der anderen Seite besteht natürlich die Gefahr, dass sich da Falschinformationen einschleichen, sei das durch Missbrauch oder auch einfach Unwissenheit. Du wirst aber auch schon gemerkt haben, dass Wikipedia-Artikel für die tägliche Arbeit oft zu umfangreich sind und meist auch zu kompliziert verfasst. Also ich würde Wikipedia eher zurückhaltend nutzen. Wenn wir jetzt mal so einen Artikel aufrufen, hier zu Andelfingen, einem Dorf im Zürcher Weinland, so siehst du in der Versionsgeschichte, dass dieser Artikel, auch wenn er relativ kurz ist, immer wieder mal überarbeitet wurde, zum letzten Mal vor etwa einem Monat. Und wenn ich hier auf Bearbeiten klicke, so wird schon der Editor geladen und du wirst aber darauf aufmerksam gemacht, dass du nicht einfach anonym hier reinschreiben kannst, dass also deine IP-Adresse gespeichert wird. Wenn du hier mitarbeiten möchtest, dann würde es eigentlich Sinn machen und wäre auch fair, wenn du ein Konto erstellst, damit man deine Änderungen mit deinem Namen verbinden kann. Ich verlasse diesen Bearbeitungsmodus, der ist übrigens völlig selbsterklärend, indem ich wieder auf Lesen tippe und hier zu einem nächsten Artikel gehe. Beim Artikel zur Schweiz findest du keinen Bearbeitungsmodus, da musst du nun angemeldet sein. Bei so wichtigen Artikeln will man natürlich nicht, dass da einfach Leute anonym bzw. einfach nur mit ihrer IP-Adresse reinschreiben. Ebenso werden auch sehr umstrittene Artikel auf diese Weise geschützt. Manche Artikel, wie derjenige des Weißen Hauses, sind ganz gesperrt. Sonst könnten sich da auch Falschmeldungen einschleichen, also zum Beispiel, dass jetzt der Präsident gerade ermordet worden sei und das könnte natürlich für sehr viel Unruhe sorgen. Das will man nicht, dass da aus Witz Falschinformationen gepostet werden. Im letzten Reiter habe ich den Artikel zur Rockband U2 eingeblendet und da möchte ich dir zeigen, dass es eben gar nicht so einfach ist, einen ausgewogenen Artikel zu schreiben. Das kann man sehr gut in der Diskussion beobachten. Das ist also wie der Hintergrund dieses Artikels. Hier werden Anregungen gemacht, hier werden Änderungsvorschläge diskutiert, zum Beispiel eben, ob die religiöse Haltung dieser Bandmitglieder überhaupt ein Thema sein soll oder nicht. Also es gibt in diesem Fall harte Diskussionen zwischen eingefleischten Fans und großen Kritikern. Wikipedia, das zum Schluss noch, ist angewiesen auf Leute, die ihr Wissen hier einbringen. In letzter Zeit ist es zunehmend schwieriger geworden, diese vielen, vielen Artikel aktuell zu halten. Also wenn du dir etwas zutraust, wäre es natürlich toll, wenn du dich da einklinken würdest.